Ja. Lois Abing, hier beim Robert-Schumann-Turnier am ersten Tag, im ersten Spiel des VfL, hast du dich gleich verletzt. Erzähl mal bitte, was passiert ist. Ja, ich habe schon im Juni bei Nationalmannschaft ein Problem mit meiner Kniescheibe gehabt und die war damals luxiert. Das heißt nicht ganz ausgekugelt, aber so kurz verschoben und das ist eigentlich heute wieder passiert. Hatte gehofft, dass es nie wieder passieren sollte, aber das ist doch der Fall und ja, wenn es auch mehrere Male passiert, dann muss man daran was machen. So ja, das muss dann halt jetzt auch gemacht werden. Schwierige Entscheidung für dich jetzt, ob es der längere, der kompliziertere Eingriff wird oder die kürzere Variante. Der längere Eingriff würde dann ja auch bedeuten, dass möglicherweise die Weltmeisterschaft im Dezember in Gefahr ist, oder? Ja, stimmt. Das wird dann alles ganz knapp, weil das dauert dann 3 Monate und dann, ja, wenn es schnell wie möglich gemacht werde, dann theoretisch kann ich das schaffen, aber dann ist natürlich auch noch mit Spielen und ja, wieder in Rhythmus kommen und so. Und ja, das muss ich dann gucken, aber ich glaube, das Wichtigste ist, was jetzt für mich am besten ist und für meinen Körper und alles muss noch länger mit und ich glaube, das ist am wichtigsten jetzt. Die beiden Qualifikationsspiele gegen Russland im Juni habt ihr als niederländische Nationalmannschaft überraschend ja fast sensationell gewonnen. Niemand hatte damit gerechnet. Hattet ihr damit gerechnet? Nee, ja, wir haben natürlich lange Vorbereitung gehabt und schon Spiele angeguckt von denen und trotzdem haben wir gesehen, dass da gibt es Möglichkeiten, ne? Aber keiner hat daran eigentlich irgendwie geglaubt. Und wir selber haben eigentlich gute Arbeit geliefert, auch beim Training und haben gedacht, naja, vielleicht ist da ja was möglich. Und dann haben wir erste Halbzeit von der ersten schon Spiel schon richtig gut, aber leider zweite Halbzeit haben wir ja nicht so gut gespielt, aber damals wussten wir schon, dass irgendwie vielleicht eine Überraschung da drin war und das haben wir auch so wahrgemacht. Im Rückspiel habt ihr dann in Russland hoch gewonnen. Du sollst vor dem Spiel schon gesagt haben, genau, da ist was möglich. Ja, wenn ich die erste Halbzeit gesehen habe, dann dachte ich schon, naja, wir können die einfach wegspielen. Und ja, die haben dann auch irgendwie keine Taktik geändert oder so. Und wir auch nicht, weil nur haben wir die jetzt im zweiten Spiel 60 Minuten vollgehalten. Und ja, das war richtig toll natürlich. Die Bundesliga-Saison steht eben auch vor der Tür, nicht nur die WM im Dezember, jetzt die Bundesliga-Saison, unabhängig von deiner Verletzung jetzt und der Entscheidung, die jetzt ansteht und hoffentlich entscheidest du dich für das, was das Beste ist für dich und deine Karriere, aber welche Rolle kann der VfL in der nächsten Saison spielen? Wie stark ist die Mannschaft? Ich glaube, die Mannschaft ist schon stark. Wir haben natürlich viele junge Spielerinnen und es ist auch jetzt ein bisschen aneinander gewöhnt, weil natürlich auf die Mitte-Position schon eine neue Spielerin kommt und wenn es irgendwie außen ist, ist es nicht so schwierig, aber jetzt haben wir natürlich Anna hat eine ganz wichtige Rolle und macht das ganz gut, aber man sieht, dass es noch ein bisschen Zeit braucht, bis wir alle darauf eingespielt sein. So, ich glaube, wenn wir so ein paar Wochen wieder weiter sein, haben wir eine richtig gute Mannschaft, die einander versteht und viel Spaß macht. Und dann wollen wir mal gucken, wie weit wir dann wieder kommen. Und wir wollen natürlich die Playoffs gerne ja, einziehen da. Die Meisterrunde nach Februar, die Meisterrunde der ersten 6 werden das dann. Lois, du bist erst 21 Jahre alt. Das ist der VfL ist deine erste Station im Ausland, außerhalb der Niederlanden. Du bist schon gestandene Nationalspielerin, du spielst bei einem sehr guten Erstligisten. Hast du noch Lust auf Leistungshandball? Weil bei dir geht das ja alles wahnsinnig schnell. Ja, es geht auch wahnsinnig schnell und ich habe auch immer eigentlich gesagt, so, ich bin natürlich immer früh dabei, schon ab 13 so und ab 17 in der Nationalmannschaft und ich habe einfach immer gedacht, es kommt so schnell, wie es kommt und ich will dann auch alles mitmachen und nicht nach später verschieben oder irgendwie was. So, ich versuche jetzt einfach alle meine Chancen zu nehmen, die ich kriege und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Vielleicht, wir wollen es nicht hoffen, aber vielleicht ist der VfL nicht deine letzte Station. Was würdest du dir wünschen in deiner Karriere? Was willst du erreichen? Von welchen großen Titeln träumst du? Natürlich von der Champions League gewinnen. Das wäre echt natürlich super toll sein. Und ja, auch bei der EM ist natürlich schwierig, weil wir mit Holland vielleicht nicht so die Mannschaft, aber wir haben auch eine junge Mannschaft und man weiß ja nie, was da noch rein ist. Und vielleicht können wir ja auch noch oben mitspielen, aber das wird natürlich schwieriger. Aber mein Ziel ist einfach so ein super Mannschaft, die die Champions League gewinnen kann und hoffe, dass ich dann auch eine gute Rolle darin spiele. Egal wo, für so ein Ziel musst du gesund sein. Wirft dich eine Verletzung eigentlich aus der Bahn? Bist du dann down? Bist du dann deprimiert oder kannst du inzwischen damit umgehen?
Ja, ich habe es ja schon öfter gehabt, aber natürlich ist es schwierig. Aber ich sehe dann mal so, es vielleicht am längsten sind es 3 Monate. Und ja, ich will noch ein paar Jahre, so wenn 3 Monate auf ein paar Jahre, das ist ja nicht so viel. Und ich muss einfach positiv daran denken, dass alles wieder gut kommt. Und dann meine Ziele bleiben das Gleiche. Und jetzt ein paar Stunden nach dieser Verletzung siehst du auf jeden Fall schon wieder ganz gefasst aus. Viel Glück für die nächste Saison und für den Champions-League-Titel, ja? Ja, danke schön.